Schönen guten Tag, mein Name ist Johannes Welisch. Ich bin Gründer und Mitgründer und Geschäftsführer von der OYASO GmbH. Das steht für Organize Your Air and Sea Freight Offer, wobei wir natürlich auch Landverkehr machen. Und wir entwickeln mit unserem Team eine Anwendung zum Einholen und Vergleichen von Transportangeboten. In den meisten Unternehmen ist der Einkauf von Transportdienstleistungen ein manueller, unstrukturierter Prozess. Heißt konkret, es werden Anfragen für Transporte per Mail an die Spediteure geschickt. Von denen kriegt man dann Mails, Daten, PDFs, Excel-Dokumente per Mail zurückgeschickt, die man manuell aufbereiten, dokumentieren muss. Das heißt konkret, man muss sich durch die E-Mails, durch die Dokumente durchwühlen, da irgendwie Zahlen und Leistungen heraussuchen, zusammenpicken, Daten zusammenkopieren. Das ist super aufwendig, für einen Geschäftsprozess heutzutage nicht mehr zeitgemäß und geht eindeutig besser. Wir haben dafür ein leichtgewichtiges webbasiertes Tool entwickelt, mit dem man in einer standardisierten, strukturierten Form die Anfragen an seine eigenen Spediteure schicken kann, ohne dass die sich einloggen oder registrieren müssen. Also das ist kein klassischer Marketplace oder eine Plattform. Ja. Das heißt, wir schlagen unseren Kunden keine neuen Kontakte vor. Dafür kann man wirklich 100% seine eigenen Logistikpartner erreichen. Und von denen kriegt man dann halt keine Dokumente mehr zurückgeschickt, die man manuell aufbereiten und vergleichbar machen muss, sondern man hat wirklich alle Sendungen und Vorgänge zentral webbasiert an einem Ort. Das hat eine Reihe von Vorteilen, aber ganz verkürzt gesagt kann man damit Zeit sparen, Frachteinkauf optimieren, digital aufstellen. Funktioniert für Luftfracht, Seefracht, Landverkehr halt eben, Tagespreise, aber auch Raten, Tarife, feste Vereinbarungen, egal wie man das nennt. 0% ohne Software kann man sicherlich drüber diskutieren. 80% Effizienzgewinn haben wir uns nicht selbst ausgedacht, haben Kunden von uns bewertet, berechnet. Ich sehe jetzt Herrn Ulrich von der SMS Group hier. Ist sonst zufällig noch jemand da, der bestätigen kann, dass wir uns das nicht selbst ausgedacht haben? Herr Ulrich vielleicht da? Ja? Gerne einfach Arm hoch. Ja, perfekt. Sonst noch jemand? Genau, ist schon ein bisschen weniger los jetzt. Genau, aber wie gesagt, haben Kunden von uns bewertet. Vielleicht ein bisschen Hintergrund zu unserem Team. Wir sind 2018 gegründet, 2019 an den Markt gegangen. Ich persönlich war vorher 10 Jahre in der Speditionsbranche unterwegs. Meine beiden Mitgründer, Partner, sind beides Techies, die haben eine Vielzahl von Sachen gemacht, aber unter anderem auch lange Logistik- und Einkaufsautomatisierung. Mittlerweile sind wir ein Team von 10 Leuten, sitzen in Berlin. Und was bei uns so ein bisschen das Besondere ist, dass wir ohne Investoren unterwegs sind. Heißt konkret, wir finanzieren uns wirklich nur über Umsatz, arbeiten wirklich nur mit Kundengeldern, wachsen rein organisch. Kündigungsraten sind extrem niedrig, das heißt, die Unternehmen, die reinkommen, die bleiben halt auch, na, wir sind jetzt erst 4 Jahre am Markt, aber aktuell sieht es so aus, als ob sie extrem lange dabei bleiben. Warum erzähle ich das? Warum ist das interessant? Zeigt halt einfach, das ist ein relevantes Problem, ja, also nichts, was wir irgendwie kreiert haben, das gibt's. Wir haben einfach eine gute Anwendung am Markt. Und die löst auch einfach das Problem in einer optimalen Art und Weise. Mal so als Idee, wo wir aktuell stehen. Wir sind bei über 100 zahlenden aktiven Kunden, ne? Keine Karteileichen, alles aktive Kunden. Und da sind so Unternehmen dabei wie AMS Osram, BigRap, Grotsch Beckhardt, SMS Group, Vibra Acoustics, ja, das ist eine Freudenberg-Tochter. Und die sind wirklich quer über alle Branchen und Industrien verteilt. Was die alle gemein haben, ist, dass es Mittelständler oder große Unternehmen sind. Das heißt, für die ganz kleinen Unternehmen lohnt es sich nicht. Man braucht schon so ein gewisses Transportaufkommen. Wir sagen immer so im Schnitt pro Woche mindestens 1-2 Vorgänge. Ist dabei egal, ob das jetzt eine Tagespreisanfrage ist oder eine feste Vereinbarung, aber so 1-2 Vorgänge in der Woche. Und man braucht mindestens schon eine bestehende Zusammenarbeit mit Logistikpartnern, so mindestens 3-4 Dienstleister, damit sich das lohnt. Ja. Aber ansonsten wirklich Hauptfokus Mittelstand, große Unternehmen. Und ja, wenn das für Sie relevant ist, das Problem, oder interessant und sich von jemand anderen als von mir einmal anhören wollen, wie toll das funktioniert, auch weltweit, ne, wie hoch da der Return on Invest ist, wie viel Zeit man da sparen kann, gerne mich einfach eben direkt ansprechen. Der Ulrich von SMS Group hat netterweise bereit erklärt, sich da für einen Austausch zur Verfügung zu stellen, und wirklich mich einfach hier direkt ansprechen und dann vermittle ich Ihnen kurz. Dankeschön.